Heute ist für die Regionalmacher hier bei uns im Sender ein ganz besonderer Tag. Heute sehen Sie die sage und schreibe 555. Ausgabe unserer Nachrichten. Also hoch die Tassen und damit sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Regional, der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Heute ist Mittwoch, der 8. November und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Es gibt wahrlich viele schöne Fleckchen in unserer Region, speziell auch viele Ortschaften, die nicht nur ihren Besuchern etwas Besonderes bieten, sondern auch die Bewohner profitieren davon. Schließlich sind Sie es, die durch ihr Engagement ihren Ort zu etwas Besonderes gemacht haben oder machen. Die Aktion Unser Dorf hat Zukunft fand am vergangenen Wochenende einen würdigen Abschluss und auch einen Gewinner. Am 7. November 2017 fand die regionale Auszeichnungsveranstaltung zum 10. Sächsischen Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft in der Baldauf-Villa in Marienberg statt. Eingebunden in die Preisverleihung des Kultur- und Medienfestivals der Grenzgänger 2017 Mundartliches. Im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs steht das Engagement der Einwohner, im Zusammenwirken mit der Gemeinde bzw. der Stadt das Leben im Ort attraktiver zu machen und vor allen Dingen auch die Dorfgemeinschaft zu festigen. Fünf Dörfer haben dieses Jahr an diesem Wettbewerb bei uns hier im Erzgebirgskreis teilgenommen. Im August diesen Jahres fand die Besichtigungen durch die Jury statt. Dabei fiel der sechsköpfigen Jury die Entscheidung für einen der fünf Bewerber nicht leicht, wie Jurymitglied Holger Vorberg betonte. Wir leben nämlich in einer Region mit äußerst viel Heimatliebe und großem Engagement für die Heimatgemeinden und ihre Umgebung. Und das spiegelt sich bei allen Wettbewerbsteilnehmern wider und macht unsere Dörfer und Städte so unheimlich attraktiv. Eine besonders große Begeisterung und eine riesige Aufbruchsstimmung haben wir an einem Ort vorgefunden, der eine wirklich schwierige Ausgangslage hat. Kein Geschäft, keine Kneipe und dennoch Bewohner, die zusammenhalten, die liebevoll Häuser und Gärten gestalten, bei denen der Dorfbach nicht in Mauern und Rohre gezwängt ist, sondern der wieder liebevoll in Vorgärten und Landschaft eingebunden verläuft. Und die sich einen Dorfplatz als Treffpunkt geschaffen haben, also ein Dorf, was Pläne schmiedet, um der Dorfgemeinschaft ein Gebäude zu schaffen, was den zahlreichen Aktivitäten der Einwohner eine Heimat geben soll. Der Platz 4 von heute soll deshalb Ansporn und Ermutigung für Lenkersdorf sein. Und wir hoffen auf ein Wiedersehen im 11. Wettbewerb. Meinen Glückwunsch und 200 Euro Preisgeld für Lenkersdorf. Darf ich mal nach vorne bitten, wer da ist? Eine fast durchgängige Straßenbaumaßnahme erschwerte natürlich die Bewertung der Gesamtbebauung, was aber mit einem wunderbaren Blick von oben kompensiert wurde. Außerdem punktet dieser Ort mit einem enormen bürgerschaftlichen Engagement, insbesondere für die Grüngestaltung rund um den Ort. Aber auch eine weitere Ortschaft konnte mit Grüngestaltung sehr punkten und hat uns mit seinen aufgeschlossenen Bürgern und dem Bürgerengagement überzeugt. Allein, dass auf Privatgrund ein privat gepflegter Wanderrastplatz angelegt ist, kommt nicht allzu häufig vor. Außerdem haben sie alles im gemütlichen Nadlerhaus informativ abgerundet. In der Summe der Bewertungen kommen die Ortschaften Lindenau und Hunshübel auf die gleiche Punktzahl. Und so hat die Jury nach langer Beratung sich darauf verständigt, beiden Orten den dritten Platz zu verleihen. Beide Orte erhalten jeweils 300 Euro Preisgeld. Darf ich Sie nach vorne bitten? Die Ortschaft Homersdorf ist fast auf dem Höhepunkt im Zenit der möglichen städtebaulichen Entwicklung angekommen. Ganz gleich, ob das makellose Ensemble um Schule, Kirche, Friedhof und Freizeitheim oder die konsequent dunklen Bedachungen, meist mit Naturschiefer, alles ergibt ein bemerkenswertes Gesamtbild. Überhaupt legt die Ortschaft sichtbar großen Wert auf Barrierefreiheit. Darüber hinaus beeindruckt eine Sporthalle, ein weiteres Haus der Vereine, das örtliche Heimatmuseum und alles wird mit Leben erfüllt. Mit den eben genannten Bewertungsfeldern
kompensiert die Ortschaft den kleinen Schnitzer aus der ungenügenden Präsentation der Grüngestaltung im Ort und erhält den Platz 1. In der Hoffnung, im nächsten Jahr eine gute Platzierung im Landesausscheid zu erreichen und damit auch den Erzgebirgskreis würdig zu vertreten. Den knappen Vorsprung in der Platzierung vor den drei anderen Ortschaften verdankt Waltersdorf dem Familienzentrum. Mit der dort gelebten kulturellen Vielfalt, der lockeren Begegnung gleich mehrerer Kulturen in Tanz und Spiel und Freizeit hat die kleine Ortschaft eine Situation gemeistert, an der andere schon zerbrochen sind, ehe die Situation überhaupt greifbar war. Dafür danke an Waltersdorf mit einem sehr ehrenvollen zweiten Platz und 600 Euro Preisgeld. Das waren die 5 Bewerber, die 5 Platzierungen. Wir wünschen natürlich Hormersdorf viel Erfolg im Landeswettbewerb. Und ich hoffe, dass aus diesem diesjährigen Wettbewerb heraus auch wieder so eine Initialzündung in den nächsten, im nächsten Wettbewerb entsteht, dass wir möglichst viele Orte, Ortsteile als Teilnehmer gewinnen können. Weil ich glaube, dass gerade dieses Leben auf dem Dorfe, so wie es bei uns hier im Erzgebirge noch praktiziert wird, ein ganz, ganz wesentlicher Moment auch unserer Lebensqualität hier im Erzgebirge ist. Und das macht sich an diesem Wettbewerb sehr, sehr deutlich. Der Zusammenhalt funktioniert in vielen Orten in dieser Dorfgemeinschaft und das kann man damit zeigen. Also allen noch einmal vielen Dank für die Teilnahme und eine gute Zeit. Annaberg Buchholz, unglaubliche Erfolge und viele Momente mit einzigartigen Eindrücken konnten viele Mountainbike-Fans in den letzten Monaten wieder auf dem Stoneman Miriquidi erleben. Am 28. April 2017 startete die 4. Saison und erstmals wurde die 4000er Marke an offiziellen Fahrten innerhalb einer Saison geknackt. 4066 Mal wurde die 162 Kilometer lange Strecke bis zum 31. Oktober 2017 über 9 der höchsten Gipfel des Erzgebirges unter die Räder genommen. Das sind rund 10% mehr Fahrten als im Vergleich zur Vorjahressaison. Seit der Öffnung der Strecke im Jahr 2014 stellt dies einen Rekord dar. Insgesamt wurden in den letzten 4 Jahren knapp 10.000 Fahrer registriert. Dies ist für die Macher, Organisatoren des Projekts Anlass genug, über eine Erweiterung nachzudenken. Im kommenden Jahr geht im Erzgebirge der Stoneman Road für Rennradfans an den Start. Bis dahin wird noch an den Details getüftelt. Unter anderem werden entsprechende Angebote ausgearbeitet, um den Fahrern wieder Rundumpakete bieten zu können. Dies schätzen unsere Gäste sehr. Daher möchten wir diesem Anspruch natürlich gerecht werden, so Ronny Schwarz, der Marketingleiter des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. Nun, liebe Zuschauer, Sie merken, dass wir auch heute nicht um die Veranstaltung Kultur- und Medienfestival Grenzgänger herumkommen. Es war aber auch ein Event mit einer großen Tragweite. Es wurde nämlich im Rahmen des Grenzgängers auch eine Ausstellung eröffnet. Zum Rahmenprogramm des Grenzgänger gehörte in diesem Jahr auch ein außergewöhnliches Frühstück. Am Sonntagvormittag hatten die Veranstalter des Kultur- und Medienfestivals zum Mundartfrühstück mit musikalischer Begleitung in die Baldorf-Villa eingeladen. Wir hatten ja das Thema Mundart das ganze Wochenende. Am Freitagabend zum Grenzgänger-Medientalk. Danach Mundart-Slam. Da hat jemand, die noch nicht dabei waren, ich glaube, die haben das verpasst. Das war vom Feinsten. Unsere Musiker und Autoren haben alle einzeln gelesen und musiziert und zum Schluss, ich weiß nicht, ob es um 12 Stunden war oder so, haben sie alle zusammen musiziert. Das war wirklich fein. Das ist das, was Erzgebirge ausmacht und die sind über sich hinausgewachsen, unsere Musiker. Die Ranzen aus Annaberg sorgten dabei für urig erzgebirgische Klänge. Morgen, bis es Hamburg zu den Morgen.
bei originalerzgebirgischen Gerichten, die Rüdiger Kempt und seine Lebensgefährtin gezaubert hatten, konnten die Gäste zwanglos Kultur genießen. Ja, ein Mundartfrühstück im Rahmen des Grenzgängers. Ja, was gibt's denn zum Mundartfrühstück? Also, wir haben Brot, also Bämchen, Erdäppelsalat von der Oma Birgit, Helmholtz-Brothaarig aus Niederlauterstein, Wurst und Kas, Knoblauchsuppe von der Conny und von Steff, Bämsche Dichelwurst mit Sauerkraut, Kattels Buttermilchgätzen, Gewichtskickel von Kattel. Äußerst schmackhaft. Und Klitscher vom Rietscher. Denn die Veranstaltung bot zugleich den Rahmen für zwei Ausstellungseröffnungen. Zum einen zeigt der Fotoclub Erzgebirge unter dem Titel Spruch zu nachgucken, Mundart in Bildern. Ja, war es denn einfach für euch, Mundart in Bildern darzustellen? Sagen wir mal so, die Konstanze, die hatte uns die Aufgabe Anfang des Jahres gegeben und wir haben gesagt, mach mal. Das Problem war aber, oder das wurde uns später aufgeklärt, dass wir ja das Thema Bild ohne Sprache interpretieren mussten. Und an dieser Stelle hatten wir dann doch schon ein bisschen zu kämpfen. Also es ging bis auf die letzte Minute, hier die entsprechenden Bilder zusammenzubekommen. Wir haben verschiedene Ansätze gewählt. Einmal das Thema einen historischen erzgebirgischen Spruch zu verwenden. Andererseits gibt es hier selbsterklärende Bilder und natürlich auch solche Bilderrätsel, die letzten Endes einen erzgebirgischen Begriff darstellen und den wir praktisch ins Bild umgesetzt haben. Ja, die Ideen, die haben wir uns halt bei unserem regelmäßigen Treffenstück weiterarbeitet und da hat auch jeder, ich sag mal, seine Idee eingebracht. Man sieht es, wir haben auch das Wort Mundart mal wörtlich genommen da hat jeder praktisch seinen Beitrag geleistet. Zum anderen stellt Liedermacher und Drechsler Heiner Stefani aus Olbernhau mit Mundart Mailam sehr persönliche Stücke aus. Ja, zu sehen gibt es hier Mundart Mailam, also in einer Ausstellung, wo ich meine eigenen Texte mit ausstelle, meine ersten Instrumente und meine Lieblingsinstrumente. Fotos von Leuten, die mich total beeinflusst haben, also sagen wir mal von ganz früher her, vom Anton Günther über Hans Sof bis hin zum Zupfgeigen Hansel Thomas Fritz oder halt Liedermacher wie Gerhard Schöne und wie sie alle hießen. Tschopau, Ortsteil Krummhermersdorf. Im Auto gelassene Taschen führten zu Einbruch. Ein in der Hauptstraße abgestellter VW T5 weckte am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr das Interesse unbekannter Täter. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein, entwendeten aus dem Inneren zurückgelassene Taschen. Damit verschwanden nicht nur persönliche Dokumente, sondern unter anderem auch zwei Kameras und zwei Tablets. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 4.000 Euro beziffert. Morgen am Donnerstag werden die Geschwindigkeiten in Pockau, Olbernhauer Straße, kontrolliert. Außerdem sind auch wieder die Videomessfahrzeuge der Polizei auf der B174 und B101 anzutreffen. Auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes sind natürlich wieder scharf auf Fotos. Achten Sie einfach auf einen hellgrauen bzw. dunkelgrauen Caddy. Und Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und schont die Nerven. Dann gibt es noch eine Änderung der Vorfahrtsregelung im Marienberger Ortsteil Gebirge im Bereich Einmündung Straße des Kindes und Schulweg. Im Oktober wurden im Ortsteil Gebirge durch die Stadt Marienberg und die Polizei eine Verkehrsschau durchgeführt, um die vorhandene Beschilderung zu prüfen. Ziel ist dabei jeweils, alte sowie unnötige Verkehrsschilder zu entfernen und somit die Anzahl der Verkehrsschilder zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wird die Vorfahrt im Bereich Straße des Kindes Schulweg ab Mittwoch, dem 15. November, neu geregelt. Ja, liebe Zuschauer, bitte um Beachtung und nun steht noch der Blick aufs Wetter an. Ja, der Blick auf das Wetter verrät nichts Neues.
Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel auch weiterhin wolkig. Gelegentlich ist in den Nachtstunden mit leichtem Regen zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt 90%. Örtlich kann auch Nebel auftreten. Tja, diese Mischung in Verbindung mit den zu erwartenden Temperaturen macht das Ganze wirklich eklig. Also wer noch mal raus muss, der sollte sich warm einpacken. In Olbernhau am Flöa-Ufer werden zwischen 4 und 5 Grad. In Marienberg-Dörfel zeigen die Thermometer ebenfalls 4 bis 5 Grad. Und in Schopau am Gräbel verharrt das Quecksilber bei frischen 5 bis 6 Grad Celsius. Der Wind bleibt dafür recht bescheiden. Er haucht mit rund um die 5 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Der Donnerstag bringt auch keine großen Überraschungen mit sich. Der Tag beginnt bedeckt mit leichtem Regen und örtlich mischen sich auch wieder Nebel mit in die Wetterszenarien ein. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es grau und trüb und auch der leichte Regen bleibt uns erhalten. 90% beträgt das Niederschlagsrisiko. Der Schirm sollte also Ihr Begleiter sein. Wer mit Sonne spekuliert, der wird leider enttäuscht. Eine dicke Null steht hier auf der Abrechnung. Ja, die einzig gute Nachricht ist, dass es morgen die Höchstwerte gibt. In Pfaffroda heißt das 4 bis 6 Grad. In Wolkenstein am Schloss klettert das Quecksilber auf 5 bis 7 Grad. Und in Gornau stehen 5 bis 6 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind weht dabei nur leicht mit um die 13 Kilometer pro Stunde aus Westen. Nun der erste Ausblick auf das Wochenendwetter, liebe Zuschauer. Am Freitag spielen der Regen und der Wind die Hauptrollen im Wettergeschehen. Die Sonne ist dabei völlig außen vor, denn der Himmel zeigt sich in tristem Grau. Die Thermometer zeigen zwischen 4 und 6 Grad und der Wind weht dabei stark in Böen aus Südwesten. Der Samstag bringt einen wolkigen Himmel und auch etwas Sonne mit. Leichter Regen gehört aber auch leider mit dazu. Im Anbetracht der Temperaturen können sich auch in den Höhenlagen einige Flöckchen mit unter den Niederschlag mischen. Das Thermometer zeigt nämlich zwischen 1 und 5 Grad. Der Wind weht weiter aus westlicher Richtung. Genauere Infos für das anstehende Wochenende, die verrate ich Ihnen dann morgen hier im Regionalwetter. Liebe Zuschauer, das war sie also, die 555. Ausgabe vom Regional. Und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter www.mef-line.de. Ist auch ganz praktisch für unterwegs, sollten Sie sich mal nicht im Sendegebiet aufhalten und Ihre Nachrichten doch sehen wollen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Ich sage Tschüss, bis morgen und wir gehen erstmal anstoßen.